Willkommen zur ersten Late Nerd Show aus dem neuen und noch nicht so ganz fertig eingerichteten Studio. Ich weiß nicht, welcher Bildausschnitt gerade gewählt wurde, aber vermutlich gaukelt er euch vor. Hier wäre alles schon total toll und aufgeräumt und man sieht nicht, welches Chaos rechts und links noch herrscht. Ah, man sieht's doch. Okay. Und wir haben heute zwei Bücher hier auf dem Tisch liegen. Das eine, darüber werden wir gleich noch reden, ist die Comic-Fortsetzung von Fight Club, Tyler Durden lebt. Aber vorher wenden wir uns diesem Büchlein zu, dem aventurischen Almanach. Aventurien als Kontinent aufbereitet mit allem, was dazugehört für DSA 5. Zeitstand 1040 Bosporans Fall, also auch schon mit den ersten Ereignissen aus dem Sternenfall mit im Buch drin und damit passend für alles, was jetzt in Abenteuern rauskommt. Was muss ein aventurischer Almanach leisten? Er muss natürlich die Hintergrundwelt vorstellen und dazu gehört die Geografie, dazu gehört die Geschichte, dazu gehört, wer wohnt da eigentlich, an was glauben die, wie ist ihr technischer Stand und das gibt es alles. Und da ist auch schon der erste und große und wichtige Punkt, den ich absolut lobend hervorheben will. Hier wurde sinnig ausgesucht, was man mit reinbringt an Informationen, wie man die verdichtet, dass es in das Buch reinpasst und was man alles liefern muss, um in Aventurien spielen zu können, mit allen Hintergrundinformationen, um seine Abenteuer und dergleichen zu unterfüttern, aber halt eben nicht so in dem Detail, dass es irgendwo einfach zu aufgebläht wäre. Es gibt erstmal natürlich so eine grundlegende Einleitung, wo dann erstmal das meiste erst so ist, was gibt es hier eigentlich, was ist das für ein Kontinent? Zum Beispiel auch hier mit einer Karte, was für unterschiedliche Regionen das sind, welche Namen die tragen. Und danach geht es nochmal ins Detail, wo jede von diesen Regionen, also ganz Aventurien, nochmal aufgearbeitet wird, mit einem Schwerpunkt durchaus auf das Mittelreich. Es geht darum, welche Spezies hier unterwegs sind, wobei vor allen Dingen neben den Menschen die Elfen und Zwerge hervorgehoben werden, der Rest ist unter ferner Liefen. Es gibt ein bisschen was zur Geschichte, wobei natürlich da die Historia, ja, der das eigentliche Werk ist. Was ich sehr schön finde, ist, dass zum Beispiel die Städte auch nochmal unabhängig von den Regionen, also die wichtigsten Metropolen des Kontinentes, noch einmal jeweils vorgestellt werden. Damit, wo liegen die, was für eine Bedeutung haben sie und eben auch mit diesen kleinen Wappenschildchen. Das finde ich auch sehr schön, weil gerade die Städte wichtig sind, um Flair zu verbreiten und ich auch ein Freund von Stadtabenteuern bin und halt eben jeweils die Eigenheiten von diesen Orten herauszuarbeiten. Es gibt ein paar Absätze dazu, was es außerhalb von Aventurien gibt, aber dann geht es halt in erster Linie in kleinen jeweils Partitionen darum, wie sieht es hier mit Recht aus, wie sieht es mit Kunst und Musik aus zum Beispiel, mit der Wissenschaft, was für Bücher sind wichtig für Aventurien, für jeden Bereich einmal so ein Schlaglicht, zum Beispiel auch Krankheiten, wobei, und das sehr sympathisch ist, hier ein Hinweis darauf gibt, dass den meisten Leuten Krankheitsplots schlicht und einfach keinen Spaß machen und man daher irgendwelche Infektionen vielleicht eher als eine Bedrohung im Hintergrund nutzen sollte. Kluger Schachzug. Generell, kann man hier auch dann mal schön als Beispiel machen, werden im Text unterschiedliche Dinge auch noch hervorgehoben. Wir haben hier zum Beispiel solche Anmerkungen, die rein, sag ich mal, OT sind, also von der Redaktion sich zum metamäßig dem Spiel widmen. Es gibt ein paar Informationen zu anderen Veröffentlichungen, wie hier gerade passend zum aventurischen Boten, dass man den auch in Realität haben kann. Und dann gibt es immer noch mal wieder mit so einem kleinen schwarzen Auge markierte Stellen, wo es dann einen klitzekleinen zusätzlichen Kommentar dazu gibt. Wo zum Beispiel hier wird in dem Fall empfohlen, was passiert, wenn man die schwarze Wut, also eine besondere Form von Tollwut hatte, dass man danach immun wird, wie man sich dann den Vorteil kauft. Da werden also dann noch ein paar Querverweise und Regelhinweise geliefert. Dadurch werden die Informationen allesamt sehr gut aufbereitet und auch sehr übersichtlich geliefert. Aufgelockert wird das Ganze auch immer mal wieder durch kleine IT-Quellen aus unterschiedlichsten Quellen, Entschuldigung, Dauerdopplung, von unterschiedlichsten Leuten, mal von wichtigen Persönlichkeiten im Reich, mal von die übliche Stimme von der Straße und immer mal wieder kommen uns die Archetypen unter, die irgendetwas kommentieren, ob es nun um Ortschaften geht, um irgendwelche Gesetzeslagen oder um irgendwelche Kreaturen. Hier zum Beispiel die Zauberin Mirhiban. Und da muss ich sagen, hat sich die Qualität deutlich zu früheren Veröffentlichungen gesteigert. Häufig waren diese IT-Texte ein bisschen sehr sperrig, ein bisschen zu sehr darauf bedacht, altdeutsch zu klingen und holprig und haben ein wenig gebracht. Aber die hier haben alle ein Flair. Das funktioniert einfach deutlich besser, als es früher häufig der Fall war. Generell ist das Buch sehr angenehm und auch gut geschrieben. Das Lektorat hat auch größtenteils ganz gut funktioniert. Es gibt ein paar Wortdopplungen. Es wird öfters mal dann softwaretechnisch ein Wort an einer dummen Stelle getrennt und es gibt später eine Seite, wo auf einmal ganz viele Leerzeichen ausfallen, aber das ist nur diese eine Seite.
Es gibt zur Ergänzung zum Bestiarium, das wir ja vor kurzem in der Hand hatten, auch noch mal ein paar Seiten hier mit zusätzlichen Kreaturen. Einige davon haben Doppelseiten bekommen, das sind 9 Stück. Da sind vor allen Dingen halt zusätzliche Spezies wie Orks, Goblins, Trolle und dergleichen dabei. Aber auch Klassiker wie die Höhlenspinne oder, das ist die Seite da hinten, was mich auch sehr freut, die Gruftassel. Also man kann sich mit ganz altem DSA-Monsterviehzeugs auch noch kloppen. Und dann gibt es noch eine Handvoll Standardbestien, den Wolf, den Bären, das Wildschwein, die Ratte, damit man auch ganz klein anfangen kann mit seinem Heldendasein. Am Ende gibt es dann nach dem ganzen Kram, der noch dazugehört, halt mit Index und dergleichen, nochmal die Meisterinformationen. Die sind ganz getrennt vom Rest des Buches noch einmal hier hinten drin. Und da gibt es einmal zum Hintergrund, was ist eigentlich der Sternenfall. Und was ich ziemlich angenehm finde, ist, dass es hier mehr oder weniger offen gelassen wird. Da hat die Redaktion gemerkt, dass viele bei der Historia sich zu entzaubert gefühlt haben und dass es vielleicht besser ist, nicht alles offen zu legen. Es werden ein paar Sachen vorgeschlagen, was halt eben auch in der Welt an Theorien existieren, woher das kommt, dass auf einmal Sterne verschwinden oder sich verändern. Ist das nun zum Beispiel, weil der Namenlose an seinen Ketten zerrt und sich am Himmel deswegen Dinge verändern, um ihn festzuhalten? Oder liegt es daran, dass Kardan Horos einfach mal einen Splitter der Dämonenkrone zertrümmert hat und damit vielleicht irgendwas Blödes angestellt hat? Gibt da unterschiedliche Möglichkeiten. Die meisten davon sind auch sinnvoll und gut. Und ich finde vor allen Dingen spannend, dass noch mehr darauf eingegangen wird, was an namenlosem Tun vielleicht jetzt irgendwie in den Vordergrund gerückt werden könnte. Wobei kurioserweise aber auch Meisterpersonen wichtig sind, die man entweder gar nicht kannte oder sie aus den Augen verloren hat, wie zum Beispiel die Hand des Namenlosen, die allerdings nur ursprünglich aus Schicksalspfade ist. Oder Tionin, das ist eine Meisterperson, die man in der Lamea-Kampagne nach Myrenor begleitet hat und der jetzt möglicherweise zurückkommen könnte. Dann gibt es nochmal Meisterinformationen zu wichtigen Meisterpersonen, die auch weiter vorne sozusagen bürgerlich vorgestellt werden. Und hier gibt es noch mehr dann einen Hintergrund, womit man arbeiten kann. Wobei es hier dann noch mehr verblüfft, etwas, worauf ich noch eingehen wollte, dass hier auch dann Personen drin sind, die unwichtig sind, sag ich mal. Man hat ja Klassiker dabei, man hat Rohaya natürlich als Kaiserin des Mittelreichs, aber man hat auch eine Nahema und eine Padona und einen Archon Megalon, also Figuren, die schon sehr lange in Aventurien unterwegs sind. Und dann hat man einen Typen, der im Horasreich eine Menge Frauen beglückt. Und die sind weiter vorne in einem Meisterpersonenkapitel schon drin und da ist es ein bisschen irritierend. Und dann haben sie hier aber jetzt auch noch Meisterinformationen, geheime Hintergründe und eigentlich steht hier nichts anderes drin, zumindest bei ihm, als weiter vorne drin steht, nur ein bisschen anders formuliert. Das ist also etwas redundant. Kritikpunkte an dem Buch. Ich habe ja erst schon gesagt, es gefällt mir erstmal sehr gut und es ist sehr aufgeräumt. Ein paar Sachen, wie gesagt, sind seltsam bei den Meisterpersonen, wo man halt welche hat, die schon bekannt sind zumindest oder sehr bekannt sind und dann auf einmal welche, wo man sich fragt, warum sind die drin? Die sind so standardmäßig oder so unbedeutend, dass man nicht wirklich eine feste Person dafür gebraucht hätte. Dann, die meisten Illustrationen in dem Buch sind wirklich sehr schön. Es werden auch gerade Landschaften und dergleichen eingefangen, was ich immer ein Bonus finde für einen Hintergrundband und nicht nur Personen. Aber Pardona, die schönste falsche Hochelfe von ganz Deris, die mit ihrem Lächeln ganze Reiche zu Fall bringen können soll, hat komische Überaugenwülste und wirkt irgendwie doch zu kantig, um diesem bezaubernden Elfen-Flair irgendwie dazu zu passen. Pardona hatte nicht immer Glück mit ihren Illustrationen, auch in der Vergangenheit. Vielleicht ist das einfach nur eine fortgesetzte Tradition. Und dann gibt es noch einen Kritikpunkt an der Strukturierung des Buches. Es wird nämlich ein bisschen unklar beim Lesen, an wen richtet es sich. Es ist vor allen Dingen leicht zu lesen, wenn man Aventurien schon kennt. Denn es werden immer ständig Dinge eingestreut, wo man, wenn man jetzt ausblenden würde, was ich versucht habe, dann, dass man die Informationen schon hat, sich fragt, was zur Hölle ist das? Wo liegt dieser Ort? Aber vor allen Dingen, wer ist dieser Praios und was hat dieser Golgari mit einem Typen namens Boron zu tun. Man hätte vielleicht, bevor man so viel an Religion und mystischem Hintergrund, auch schon in der Landschaftsbeschreibung und dergleichen drin hat für den Kontinent, die Religion weiter nach vorne ziehen können und ein bisschen mehr darauf eingehen, anstatt sie, wie es hier ist, ziemlich weit ans Ende des Buches zu packen. Ansonsten ist die Aufteilung aber, wie ein Teil auf den nächsten aufbaut, doch ziemlich gut gelungen. Es gibt den Almanach, neben dieser
Hardcover, vollfarbigen Version, auch in einer günstigeren Variante, wo der Inhalt gleich ist, nur dann in Schwarz-Weiß. Und das Ganze als Softcover. Was ich generell gut finde, dass es immer ein Angebot gibt, ein Regelwerk auch etwas günstiger zu erstehen. Ich erinnere mich nämlich auch selber noch an Zeiten, wo ich als Student überhaupt keine Kohle hatte oder als Schüler, um mir Bücher zu kaufen und dankbar gewesen wäre, wenn es irgendwas auch ein bisschen günstiger gibt als Alternative. Insgesamt ein gutes Buch, eine sehr gute Grundlage für viele Leute darauf aufzubauen, die vielleicht nicht schon den ganzen Schrank voll haben mit Hintergrundbeschreibungen und einen soliden Start in die 5. Edition hinzulegen. Vom dem Ganzen, wie es aufbereitet ist, wie es geschrieben ist. Stimmungsvoll ist es, macht jetzt, erfindet das Rad nicht neu. Es bleibt ein bisschen altbacken, das gehört zur Aventur hin auch dazu. Aber ein sanftes, ein schönes Update insgesamt und natürlich hübsch anzusehen. Das sind mit ein paar kleinen, ganz kleinen Mäkeleien insgesamt doch satte 8 Punkte, 8,5 vielleicht, wenn man die leichte Verwirrung, die bei mir mit dem Versuch, kenne ich Aventurien, kenne ich nicht, unterschiedlich zu lesen, aufgetreten ist, rausrechnet. So, ich lege mal den aventurischen Eimer nach beiseite und jetzt wird es noch deutlich verwirrender als meine kleine Anmerkung jetzt gerade, denn wir schauen mal rein, was Tyler Durden heute so macht. Fight Club? Wäre schön, wenn ihr es kennt, wenn ich jetzt weiter über diesen Comic rede, denn wenn nicht, werde ich euch vermutlich schlimm dafür spoilern, denn ansonsten kann man über diesen Comic eigentlich gar nichts sagen. Wenn ihr ihn nicht kennt, es lohnt sich, den zu schauen. Vielleicht macht ihr eine Pause, schaut euch den an, guckt morgen wieder in dieses Video rein und hört dann zu, was es mit diesem Comic auf sich hat. Ihr habt jetzt die Chance, auf Pause zu klicken. 21, 22, machen wir weiter. Tyler Durden und der namenlose Kumpel, mit dem er einen Körper teilt, sind jetzt eine ganze Weile später, leider, möchte man sagen, mit Marla verheiratet und leben ein ganz normales Vorstadtleben mit einem 9-jährigen kleinen Sohn. Das könnte alles so normal sein, wenn nicht Marla irgendwann aus Langeweile anfangen würde, an den ganzen Medikamenten, die nun nicht mehr namenlose Hauptperson, die jetzt Sebastian heißt, ziemlich unspektakulär, nimmt, worauf Tyler Durden immer mehr aktiv wird. Auf den ersten Blick, dieses Cover ist ziemlich großartig und es sind auch weitere Cover drin, die sind von David Mack. Eins zum Beispiel, fand ich absolut super, ist hier diese Variante von American Gothic mit Sebastian und Marla und dem Haus im Hintergrund aber aus Streichhölzern. Da ist eine Menge drin und auch weitere Cover hier, die von David Mack sind absolut großartig. Leider, jetzt blätter ich einfach nur mal ein paar Seiten nach vorne, kann zeichnerisch der Rest des Comics nicht ganz mithalten. Das ist für meinen Geschmack dann teilweise doch ein bisschen zu grob. Vor allen Dingen, weil man dann hin und wieder Probleme hat, auch wirklich Figuren zu unterscheiden, wenn man nicht genau darauf achtet, welche blauen Flecken sie im Gesicht haben. Denn natürlich gibt es auch hier wieder einen Fight Club. Wir begleiten also Sebastian und Marla, die anfangen wieder in alte Gewohnheiten zu verfallen. Sie geht wieder in Hilfsgruppen von tödlich erkrankten Personen, bizarrerweise in diesem Fall, in eine Gruppe von Kindern mit Progerie, also dieser extrem seltenen genetischen Krankheit, bei der sie frühzeitig vergreisen. Lustigerweise sitzen in der Selbsthilfegruppe, die Marla kapert, mit Sprüchen wie, meine Falten sind innerlich und ich bin im Herzen frühzeitig gealtert, mehr Kinder, als tatsächlich weltweit diese Krankheit haben. Aber zugegeben, es ist schon ein wunderbar bizarres Szenario, das dadurch entsteht. Und Tyler Durden versucht sich halt mal wieder an Weltherrschaft und am allgemeinen Terrorisieren seines Umfeldes. Die Story ist teilweise sehr versponnen, sehr schräg und natürlich verliert dieses ganze Thematik ein bisschen dadurch, dass die große Enthüllung im Film, oh mein Gott, der Typ ist eigentlich derselbe wie der andere Typ, ja schon vorbei ist. Die Persönlichkeiten wissen ja schon voneinander und wissen, dass sie ein Spiel gegeneinander spielen. Das heißt, es muss ein bisschen anders gearbeitet werden, so ganz kommt da auch noch nicht die Fahrt auf, aber trotzdem schafft es Chuck Palahniuk, der Autor, da dann wieder so ein verwirrendes, süffisantes, sarkastisches Spiel zu treiben. Chuck Palahniuk ist übrigens auch, das sollte man vielleicht explizit noch dazu sagen, derjenige, der die Buchvorlage von Fight Club geschrieben hat. Also sozusagen, er setzt halt einfach nur seinen Roman jetzt in Comicform fort, wenn auch, glaube ich, deutlich weniger Leute den Roman gelesen als den Film gesehen haben. Dabei wird das Medium Comic teilweise auf wirklich großartige Art und Weise ausgenutzt. Zum Beispiel, indem immer mal wieder auch Sachen im Bild sich befinden oder Bilder eingeschoben werden, die widersinnig sind oder die sich gegenseitig verdecken. Wie zum Beispiel, immer wenn es ein Problem mit den Drogen gibt oder die Hauptfigur Drogen nimmt, fängt es dann an, dass solche
ja, rein gefotoshoppten Tabletten Teile des Textes verdecken oder später auch Gesichter von anderen Personen. Und also dadurch grafisch deutlich gemacht wird, wie diese Drogen halt die Gedanken untergraben oder die Wahrnehmung vollkommen verändern. Oder dass eine Szene mittendrin dann auf einmal ein anderes Bild einsetzt, um sozusagen als Metapher klarzumachen, was da passiert. Oder sehr schön hier, der erste Satz davor ist, da ich brauche unbedingt, und dann haben wir einfach eine grafische Einblendung von diesen No-Name-schwarzen Klamotten. Oder später besteht er darauf, dass er sich von Marla noch mehr blaue Flecken im Gesicht hauen lässt. Und die Szene schneidet von, das wird jetzt wehtun oder das wird jetzt ziemlich blutig, zu einem Bild von einem Zugunglück. Das sind ziemlich coole Ideen, einfach mal das grafische Medium auszunutzen, wie es sonst wenig gemacht wird. Es gibt auch ein paar tolle Ansichten, wie zum Beispiel der Blick auf die Figur aus dem Bildschirm eines Ego-Shooters heraus. Sehr schräg. Und es, was Erzählung und dann Kunst und dergleichen dann hier, wo die Comic-Kunst ineinander greifen, ganz bizarr, Marla ist irgendwann an einem Punkt, wo sie unterschiedlichste Clubs, die sich auf Fight Club-Reimen abklappert, und sie landet in einem Ride Club und begegnet dem Autor Chuck Palahniuk, was von einer Figur im selben Raum kommentiert wird mit, das ist mir jetzt zu Meta, was so ziemlich dasselbe ist, was man sich auch in dem Moment denkt. Ich denke, ihr habt jetzt ein ganz gutes Bild davon bekommen, wie vor allen Dingen Tyler Durden lebt, erzählt wird. Und das ist auf jeden Fall faszinierend und sehr, sehr schräg. Es bleibt am Ende immer noch eine Menge offen, weil Fortsetzung folgt, auch wenn es erstmal irgendwie so scheint, als wären Hauptfiguren erledigt. Und naja, hier ist eine Menge Blut. Man weiß nicht so genau, worauf dieser Roman in Comicform hinaus will. Weil eigentlich ist es ja schon so, dass Fight Club mehr oder weniger zu Ende erzählt war. Es ist jetzt so ein zweites Kapitel, wo man mit keinem gerechnet hat. Aber auf jeden Fall lohnt es sich, um mal zu schauen, wie man hier mit dem Medium spielen kann. Wie schräg so etwas werden kann, wie psychedelisch man so eine Erzählung ineinander kreisen und verschränken kann, bis man halt eben dieses Spiel mit Realität und Einbildung hat, was auch im Film umgesetzt wurde, nur halt eben hier in Form von Gezeichneten. Leider, finde ich, tut der Zeichenstil dem Ganzen zwischendurch ein Abbruch, weil, wie gesagt, man sich teilweise nicht mehr ganz sicher ist, wer ist jetzt eigentlich gerade die Person, die redet. Weil wenn dann irgendwann eine Gruppe von mehreren Leuten in denselben Klamotten mit demselben Haarschnitt unterwegs sind, wird es echt eng mit dem Erkennen von Gesichtern. Ich habe viel hin und her überlegt, welche Wertung ich dem Comic geben will, weil beim ersten Lesen hat er mich mit sehr viel Fragezeichen zurückgelassen. Beim zweiten Lesen habe ich mich dann mehr wieder für Details begeistern können. Aber die Zeichnungen rauben dem Ganzen wieder ein paar Punkte. Am Ende stehe ich da mit 6,5 bis 7 Punkten. Es so generell, wenn man sich einfach nur für Comic-Kunst interessiert, ist es eigentlich nur interessant dafür, wie erzählt wird. Wenn man wissen will, wie Fight Club weitergeht, dann ist das die einzige Möglichkeit, das herauszufinden. Aber ansonsten ist die Zielgruppe äußerst schwer einzugrenzen. Ungewöhnlicher Band werde ich mir ins Regal stellen und noch ein paar Mal lesen. So. Aber ich stehe halt eben auch auf schwurbeliges Zeugs und lese auch hin und mal wieder Thomas Pynchon, auch wenn ich davon Kopfschmerzen bekomme. Das war's für heute. Vielen Dank, dass ihr reingeschaut habt. Wir versprechen, bis zum nächsten Mal ein bisschen weiter aufzuräumen. Und wenn es 5 Minuten vor der Aufnahme der Sendung ist, macht's gut und bis dann. Ich habe noch was vergessen und nehme diesen Comic nochmal in die Hand, denn 2 von euch können jeweils ein Exemplar davon gewinnen. Und wir hatten eben darüber geredet, was man machen muss, um es zu gewinnen. Und ich bin dafür, dass ihr in den Kommentaren zu diesem Video schreibt, was die absolut unpassendste Selbsthilfegruppe wäre, um sich dort hineinzusetzen, um passiv am Leid anderer Menschen mitzugewinnen, so wie Marla es tut. Jetzt aber nochmal vielen Dank fürs Reinschauen. Hinter der Kamera wird kritisch geschaut, ob das nicht vielleicht ein bisschen zu geschmacklos ist. Es passt aber gut zu dem Comic. Macht's gut, bis dann.